Und das Schlimmste ist, wenn dich morgens schon einer zutextet, ne? Wenn du ich gehe ja schon, der ist gut, tschüss, ist gut, ja, ja. Ich gehe auf meinen Platz, Hundeplatz. Jo, Leute. Das Video geht gerade online. Wenn ihr das natürlich seht, seht ihr auch das Video, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ich muss jetzt pennen, weil es ist sau spät und in 2 Stunden, nicht mal 2 Stunden, geht es schon wieder raus. Puh. Aber ich habe das Video fertig bekommen und das ist gut. Ciao und gute Nacht. So, moin Leute. Ich bin schon wach. Ne? Es ist jetzt inzwischen um 3.40 Uhr, wird hier normalerweise aufgestanden. Es ist 3.53 Uhr. Ich bin fit, ja. Und ich meine, wo das will, man darf sich ja nicht über seine Gastgeber beschweren, ne? Aber hier ist noch, also wenn ich ruhig bin, ist hier komplett ruhig, ne? Also hier ist gar nichts los. Normalerweise müsste doch da eigentlich jetzt hier Action sein, oder? Ich weiß es auch nicht genau, ich warte mal ab, aber ich mache mal ein bisschen Alarm, wenn es hier noch länger ruhig bleibt. Erst hier erzählen, 3.40 Uhr wird hier aufgestanden, ne, und dann nichts. Cool. Da kommen ja die beiden Viertelteilchen. Ach ja. Na, wie war denn die Nacht so? Das bleibt natürlich unser kleines Geheimnis. Du kannst es ja nachher auf dem Video anschauen. Okay. Hast du was gefilmt? Hey, ich hab's dir gesagt. Und? War sie gut oder erwartungsgemäß enttäuscht? Das machen wir nachher online. Ohne Scheiß, Leute, ihr seht, ne? Ihr seht, das sind die allerersten hier. Boah, mach die Musik aus. Die Headliner, ja? Die Headliner, die Popstars, die Number One. Chart-Stürmer, ja. Sind die allerersten im Büro. Und das Schlimmste ist, wenn dich morgens schon einer zutextet, ne? Wenn du ich gehe ja schon, der ist gut, tschüss, ist gut, ja, ja. Ich gehe auf meinen Platz, Hundeplatz. Oh. Moin. Hi. Moin. Ich verschwinde gleich ins Studio. Man darf nicht stören, Kunze. Ja Mann, das ist ganz unförmlich, ne? Gut, alles klar. So, bin schon im Studio, die anderen beiden machen hier einen redaktionellen Part. Und ich werde jetzt das Video schnell nochmal online laden. Ey, es macht mich gerade total kirre, weil es kann gar nicht sein, kann das gar nicht. Jo Leute, ich war eben in Aschaffenburg, hab das Auto abgeholt. Und ich habe es heute einfach nicht wirklich geschafft, seit heute Morgen noch was zu filmen. Ich bin so hin und her gerannt, musste noch ein paar private Termine wahrnehmen und ein paar Sachen erledigen. Aufgrund von dem Umzug jetzt und so. Yes, also ich habe das Fahrzeug jetzt abgeholt in Aschaffenburg. Das wird jetzt zu einer Werkstatt gebracht. Und wenn dieses Fahrzeug dann in der Werkstatt ist, wird es durchgecheckt und übernächste Woche muss ich das Fahrzeug woanders hinbringen. Dafür bekomme ich 2 Übernachtungen. Das Geile ist, und das werdet ihr dann aber erst sehen, ich sage euch nicht, wo es hingeht. Ich weiß inzwischen, wo das Fahrzeug hin muss und das ist echt fett, weil quasi die Tour jetzt zu einer Europa-Tour wird und nicht nur zu einer Deutschland-Tour. Und das ist echt fett, ohne Scheiß. Es ist echt geil, ja. Es ist ein Renault Clio. Hat sogar Klimaanlage, die funktioniert im Vergleich, im Gegensatz zu der, die bei mir im Bus ist. Ja. Also ich fahre jetzt mal besser. Ich muss mich erst ins Auto gewöhnen, das Auto an mich. Und Auto, Chris, Auto. Und ich melde mich gleich nochmal, denn ich habe noch was Geiles für heute Abend. Geiler Scheiß. Jo, liebe Leute, muss ich jetzt ganz kurz noch was zeigen, was
ganz frisch ist, weil jetzt kann die Zuhause in der Welt-Tour richtig beginnen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt hat Becker Inc. einen eigenen Tourbus und das war das Ziel, das Endziel, Primärziel. An dieser Stelle sage ich Dankeschön für diesen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, abonniert alle anderen Kanäle, die irgendwie heute in diesem Video erschienen sind. Und wir sehen uns morgen, Tag 3. Tschüss.